Hallo und herzlich willkommen. Gerne begrüße ich euch zur Terra-Präsentation. Ich bin die Alicia und werde euch das Projekt etwas näher bringen. Es ist ein neues Invest-Projekt der Unternehmensgruppe Unitsky String Technology. Utera bietet Produkte an, die das Problem der Bodenerschöpfung lösen können. Der Düngemittelmarktvolumen für 2021 beträgt 200 Milliarden US-Dollar. Die globale Düngemittelnachfrage treibt das Wachstum der Düngemittelproduktion in der Golfregion voran. Hier haben wir auch ein Schema dazu. Afrika mit 7%, Nordamerika mit 15%, Südamerika 21% und Asien mit ganzen 55%. Dann haben wir den Markt für Düngemittel. Wie sieht der aus? Prognosen zufolge wird die Menge an organischen Düngemitteln pflanzlich, tierisch und mineralisch zunehmen. Die Welt bewegt sich hin zu Produkten, die sicherer, gesünder und voller aller notwendigen Mikroorganismen sind. Nun kommen wir zum Biohumus Utera. Das ist ein natürlich organischer Bodenzusatz, der aus der Verarbeitung spezieller Regenwürmer aus sorgfältig ausgewählten organischen Abfällen gewonnen wird. Er enthält die ganze Palette von Mineralien, Enzymen, Vitaminen sowie Makro- und Mikroelemente, die für das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen notwendig sind. Hier auf dem Bild sehen wir auch noch Junitsky. Er hält den Biohumus und die speziellen Regenwürmer in den Händen. So, hier haben wir verschiedene Punkte zum Biohumus. Biohumus sorgt für die ökologische Ernte. Es stimuliert die natürliche Aktivität von nützlichen Mikroorganismen und Enzymen. Es stärkt die pflanzliche Immunität und stellt die Fruchtbarkeit degradierter Böden wieder her. Es ist völlig harmlos in jeder Konzentration und auf jedem Boden. Und ganz wichtig, es ist zu 100% ein organischer Dünger. Nun kommen wir zum Bodenelixier. Das ist ein flüssiges Mittel. Es ist ein biologisch aktiver Dünger für Pflanzen, der lösliche Salze von Huminsäuren, Vulvosäuren, Humin sowie die gesamte Palette von agronomisch wertvollen Mikroorganismen mit einer höheren Konzentration als Fettschwarzerde enthält. Fettschwarzerde ist eine schwarze Erde. Wie entsteht das Bodenelixier? Das Bodenelixier Utera wird aus sorgfältig ausgewählten aeroben und anaeroben Elemente aufgrund der speziellen Formel hergestellt. Die Rohstoffe für das Produkt sind Braunkohle, Melasse, Honig, Biohumus und zusätzlich organische Elemente. Nun kommen wir zu den Etappen der Herstellung von Utera. Punkt 1 ist die Versorgung mit Torf, Kohle. Punkt 2 die Extraktion von Huminsäuren. Extraktion bedeutet so viel wie herausfiltern. Punkt 3 ist die Optimierung der Zusammensetzung und die Korrektur des Säuregehalts im Boden. Punkt 4, die Einführung des bakteriellen Inokulums. Inokulum ist eine Substanz, die das Immunsystem der Pflanzen stärkt. Und zu guter Letzt, Punkt 5, die Verarbeitung zum Bodenelixier. So, das Elixier steigert Erträge und Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Es beschleunigt das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen. Es stellt die Bodenfruchtbarkeit wieder her und erhält sie. Das Elixier reguliert und normalisiert den pH-Wert des Bodens. Und ganz wichtig, es schützt Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen. Die Vorteile davon sind die Verwendung ausschließlich natürlicher Bestandteile als Ausgangsmaterial, das Vorhandensein aller Huminsäuren in der Zusammensetzung und das gesamte Spektrum der agronomisch wertvollen Mikroorganismen und der ausgewogene Gehalt an organischen Verbindungen. Und zu guter Letzt, das Produkt gehört zur Kategorie der ungefährlichen, risikoarmen Stoffen, da alles natürlich ist. Es gibt kein vergleichbares Produkt.
denn für die Entwicklung war Folgendes notwendig. Es wurde eine neue Art von Regenwürmern gezüchtet und es wurde eine spezielle Ernährungsformel für die Würmer entwickelt und es wurde eine Bodenbank aus fruchtbaren, unberührten Böden gesammelt. Böden aus 105 ökologisch sauberen Regionen auf 5 Kontinenten wurden nach Belarus gebracht. Vielleicht kann sich der eine oder andere auch erinnern. Im 2018 wurden Investoren gebeten, Bodenproben mitzunehmen. Hier haben wir die verschiedenen Zertifizierungen. Wir haben eine Zertifizierung für den Biohumus, das Bodenelixier und die flüssige organische Düngemittel für Pflanzen. Also Begutachtungen der Qualität, RUE, Institut für Bodenkunde und Agrochemie, staatliche wissenschaftliche Einrichtung, Institut für Naturmanagement der Nationalen Akademie der Wissenschaften von Belarus und die belarussische Industrie- und Handelskammer. Die Produkte von Nutera sind sehr gefragt, wie im eigenen Garten. Sie können gesundes und leckeres Gemüse, Obst und Beeren für den persönlichen Bedarf anbauen. Aber sie sind auch sehr gefragt in der privaten Landwirtschaft. Sie können Naturprodukte ohne chemische Zusätze und Verunreinigungen anbauen und verkaufen. Und in der Blumenzucht können sie blühende Pflanzen zu Hause oder in Gewächshäusern züchten. So, wie sieht die Marketingstrategie aus? Wie ist die Positionierung der Marke und des Produktes auf dem Markt? Die natürliche Ernte, hier haben wir die Produktsicherheit, die Liebe zu den Pflanzen und die Umweltfreundlichkeit. Was sind die Schwerpunkte der Marke Utera? Ein günstiger Preis, eine einzigartige Zusammensetzung, die Effizienz des Produktes, die hohe Qualität und Empfehlungen für effektive Bodennutzung und Pflanzenzucht. Mit dem Bodenelixier und dem Biohumus werden Sie die Erträge steigern und gesunde Bio-Lebensmittel anbauen können. Die Lebensmittel werden spürbar schmackhafter sein, die Pflanzen werden mehr Aroma haben und die Bodenfruchtbarkeit wird für viele Jahre aufbewahrt. Für die Herstellung von Biohumus und Bodenelixier wurde das Unternehmen Utera Middle East Agro Industries gegründet. Derzeit ist der Biosphärengewächshauskomplex, auch genannt als Sustainable Biosphärencluster, im Bau. Dazu gehören das Hauptgebäude, die Produktion, das Gewächshauscluster, das Labor und die dazugehörige Infrastruktur. Das Bauvorhaben findet in der freien Wirtschaftszone Ras Al Khaimah den Arabischen Emiraten statt. RAKES ist eine der größten Wirtschaftszonen, Unternehmen aus mehr als 100 Ländern und aus mehr als 50 Industriebranchen. Die Vorteile des Standortes für die Produktion sind Punkt 1, die Möglichkeit der Umsetzung des Projekts, kostengünstige Lösungen zu nutzen, Punkt 2, eine günstige Besteuerung und Punkt 3, die Nähe zu wichtigen Logistikzentren. Wir haben drei Bauetappen. Die erste Etappe ist die Vorbereitungsarbeiten, die Errichtung von Zäunen, Bau von Nebengebäuden und Labor. Die zweite Etappe ist die Gestaltung der Zufahrtswege, der Bau eines Wohnheims für die Mitarbeiter und die Planung und Errichtung des Hauptgebäudes. Die dritte Etappe ist die Planung und Bau des überdachten Gewächshauses, die Bereitstellung der Freifläche für die Demonstration der Produkteffizienz. Dann kommen wir zu den Grundprinzipien des Projektes. Da haben wir die Verwendung der natürlichen Inhaltsstoffe auf jeder Etappe, die Herstellung von natürlichen Bio-Lebensmitteln, die abfallfreie Nutzung aller Arten von Rohstoffen und Komponenten
und die effiziente Methoden, die auf die Erfahrung und wissenschaftliche Erkenntnis stützen. So, das Projekt kostet 20 Millionen US-Dollar und die Finanzierung erfolgt über Investoren. Wir haben drei Finanzierungsrunden. Zurzeit befinden wir uns in der zweiten Finanzierungsrunde. Der Bauabschluss sollte nächstes Jahr sein. Und die Amortisationszeit, bei der Amortisationszeit spricht man von 3 bis 5 Jahren. Und dann haben wir die 17,5% bis 46,8%. Aber das hängt immer davon ab, wie viel die Investitionssumme ist und wie viel das Unternehmen an Gewinn macht. Dann haben wir noch der Beginn der Gewinnausschüttung, sollte circa Ende 2024 sein oder im 2025. Es gibt verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Momentan sind wir in der zweiten Runde. Man kann verschiedene Beträge zwischen 500 Dollar und 100.000 Dollar investieren. Die Rendite ist abhängig der Investitionssumme. Und das Ganze ist auch abhängig vom Unternehmensgewinn. Und je höher die Investitionssumme, desto höher ist der Gewinn. Hier haben wir ein Beispiel mit 10.000 Dollar. Wenn die Investitionssumme 10.000 Dollar beträgt, dann ist der Prozentsatz des Gewinnes 40%. Und wenn das Unternehmen einen erwarteten Gewinn von 20% macht, dann ist die erwartete Rendite der Investition pro Jahr 8% oder 800 Dollar. Wer sich das Ganze genauer anschauen möchte und genauer ausrechnen möchte, kann sich das gerne im persönlichen Konto machen. So, hier haben wir die Investitionsbedingungen. Punkt 1, die Investitionen werden für 5 Jahre zur Verfügung gestellt. Das kann eine Einmalzahlung oder 10-monatige Ratenzahlung sein. Es gibt einen garantierten Zinssatz, auch wenn es keine Gewinne gäbe, von 0,1% pro Jahr. Wir erwarten natürlich viel höhere Gewinne. Dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Nach 5 Jahren kann der Investor aus dem Projekt aussteigen und seine Investitionen sowie Zinsen für die Nutzung der Geldmittel aufheben. Der Anleger hat ein lebenslanges Recht auf Gewinnausschüttung und Zinsen für die Nutzung der investierten Geldmittel. Was bedeutet lebenslanges Recht? Es bezieht sich auf die Lebensdauer des Unternehmens. Dann Punkt 5. Der Investor erhält seinen Gewinn entsprechend dem gewählten Investitionsplan und der Summe der eingebrachten Investitionen. Und zu guter Letzt, wenn der Investor aus dem Projekt nicht ausgestiegen ist, gehen alle seine Rechte auf seine Erben über. Dann haben wir die Investitionsbedingungen. Mit jedem Investor wird ein Vertrag mit detaillierten Anlagebedingungen geschlossen. Investitionen können nach der Wahl durch Banküberweisungen getätigt werden, sowie durch die Verwendung von Zahlungssystemen. Was bietet der Markt? Der Markt bietet sehr viele Investitionsmöglichkeiten an, wie Bankeinlagen, der Kauf von Aktien, Anleihen, Währungen, Gold, Silber, Immobilien, Untervermietungen und Crowdlending. Und anhand von diesen verschiedenen Prozenten sehen wir, dass wir mit dem Utera-Projekt sehr hoch liegen mit den Prozenten. Also wir sind da sehr gut dran. Was bietet Utera? 17,9% bis 46,8% pro Jahr. Die Rendite ist abhängig der Investitionssumme. Das Ganze ist auch abhängig vom Unternehmensgewinn und je höher die Investitionssumme, desto höher ist der Gewinn. Sie investieren in eine echte Produktion mit einem wettbewerbsfähigen
qualitativ hochwertigen Produkt und mit einem bekannten Markt und mit dem langfristigen Skalierbarkeitspotenzial. Sie erwerben ein Instrument für das passive Einkommen. Die Häufigkeit der Auszahlungen ist einmal pro Quartal. Der Zinssatz wird fixiert, also Ihr prozentualer Anteil am Nettogewinn von Utera-Mittel ist Agro Industries, ist vertraglich festgelegt und bleibt konstant bei der Ausschüttung der Gewinne des Unternehmens innerhalb der ganzen Lebensdauer des Betriebes. Das Ziel ist, die Gewinne zu maximieren und die Kosten zu minimieren. Durch die Optimierung der Produktion werden wir in der Lage sein, unseren Investoren höhere Renditen zu bieten. Ihre Gewinne in absoluten Zahlen können höher werden. Und wenn die operativen Kosten gesenkt werden oder der Verkaufspreis eines Liters des Bodenelixiers Utera wachsen wird. Es ist eine langfristige Investition, also es gibt eine unbegrenzte Lebensdauer der Produktion und es ist vorgesehen, die Modernisierung der Produktion und das Grundstück ist für 50 Jahre in Pacht genommen mit der Option auf Verlängerung. So, somit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.